Er entstammt dem Geschlecht der Welfen, ist Herzog von Sachsen und Bayern. Heinrich der Löwe, einer der mächtigsten Männer in Europa. An Ruhm und Ansehen gleicht er Kaisern und Königen. In Braunschweig errichtet Heinrich als erster nördlich der Alpen ein festes Herrschaftszentrum. Der Burgplatz, von ihm gestaltet, steht bis heute. Vom Rheinland bis nach Mecklenburg, von der dänischen Grenze bis zur Donau, erstreckte sich der Einfluss Heinrichs des Löwen. Er wollte für sich immer sozusagen das Bestmögliche erreichen. Seine Burg in Braunschweig hat er wie eine kaiserliche Residenz ausgebaut. Er hat die Tochter des englischen Königs geheiratet, der damals einer der wichtigsten Herrscher in Europa war. Also selbst seine familiäre Einstellung griff geradezu nach den Sternen. Doch Heinrichs mächtige Stellung war ihm nicht in den Schoß gefallen. Er musste sie sich erkämpfen. Es ist die hohe Zeit der Ritter und der Sachsenherzog schreckt vor Kriegen nicht zurück. Gegen die slawischen Völker, die östlich der Elbe siedeln, führt er einen Kreuzzug, um das Werk zu vollenden, das Karl der Große begonnen hatte. Die Christianisierung der Völker in Norddeutschland. Doch schon damals notiert ein Zeitgenosse, es ging dabei in Wahrheit nicht um den Glauben, sondern ums Geld. Am Unterlauf der Trave, auf einer Landzunge, lag eine Siedlung, die die Slawen gegründet hatten. Inzwischen stand sie unter der Herrschaft der Schauenburger Grafen, die in Holstein regierten. Nach einem Feuer, das den Ort zerstörte, brachte Heinrich der Löwe ihn unter seine Gewalt. Einige Kilometer flussaufwärts wurde die Siedlung neu errichtet. Und ihren Namen nahm sie mit. Lübeck. Heinrich der Löwe stattete den Ort mit vorteilhaften Privilegien aus. Musterbeispiel einer modernen Politik im Mittelalter. Und Lübeck wuchs zu einer blühenden Handelsstadt heran. Daran änderte sich auch nichts, als Lübeck später an die Staufer kam und Reichsstadt wurde. Die Stadt überflügelte bald Schleswig und alle anderen Häfen an der Ostsee. Im hohen Mittelalter bricht für den Norden Deutschlands eine neue Ära an. Heinrichs Politik, die Städte zu fördern, hat großen Anteil an der neuen Entwicklung. Lüneburg bekommt Stadtrechte. Der Ort an der Ilmenau verfügt über einen wertvollen Rohstoff, Salz. Grundstein für lange währenden Wohlstand. Auch Einbeck im Leinebergland, von Heinrich dem Löwen gefördert, blüht auf. Hier beruht der Aufschwung auf einem anderen begehrten Produkt der Handwerkskunst, Einbecker Bier. Oder Stade, der Hafen an der Unterelbe. Dort, wo das Flüsschen Schwinge mündet, wächst ein Fähr- und Handelshafen. Das Lüneburger Salz, das hier verschifft wird, erweist sich als gute Einnahmequelle auch für Stade. Mit den Städten, die seit dem 13. Jahrhundert erblühen, entsteht auch eine neue Gesellschaftsschicht, die bald mehr und mehr Einfluss auf die Geschichte nehmen wird. Das Bürgertum. Zu den reichsten Städten im Norddeutschland jener Jahre, am Nordrand des Harzes gelegen, gehört wohl Goslar. Die Markt- und Bergbaustadt hat mehr als einmal die Begehrlichkeit von Herrschern geweckt. Auch für Heinrich den Löwen ist es ein verlockender Gedanke, Zugriff auf die Abgaben der reichen Stadt zu bekommen. Im Rathaus der Stadt ist ein einzigartiges Kleinod der mittelalterlichen Kunst zu sehen. Denn die Bürger von Goslar waren so wohlhabend, dass sie es sich leisten konnten, einen ganzen Saal mit kostbaren Gemälden und Schnitzereien auszuschmücken. Den Huldigungssaal.
Die Bilder zeigen Szenen aus der Bibel und aus dem Leben der Heiligen. Über Goslar gebietet ein ebenbürtiger Gegner Heinrichs des Löwen, sein Vetter, der Stauferkaiser Friedrich Barbarossa. Der hat eine Kaiserpfalz in Goslar und ist entschlossen, an der reichen Stadt festzuhalten. Die Quelle dieses Reichtums ist das Bergwerk am Rammelsberg, das noch bis zum Jahr 1988 in Betrieb war. Kupfer und Silber wurden dort seit alter Zeit gewonnen. Tief im Berg sind die ältesten Stollen aus dem Mittelalter mit ihren bunten Ausblühungen noch erhalten. Das alles wird jetzt zum Zankapfel eines erbitterten Machtkampfes zwischen dem Kaiser und Heinrich dem Löwen. Im großen Saal der Kaiserpfalz von Goslar ist die entscheidende Szene festgehalten. Friedrich Barbarossa ist zu dieser Zeit mit seinem Heer in Norditalien, im Kampf gegen die Städte der Lombardei. Er bittet Heinrich um militärischen Beistand und, eine unerhörte Geste, er fällt sogar vor ihm auf die Knie. Der stolze Welfe stellt eine Bedingung. Er will für seine Hilfe als Gegenleistung das reiche Goslar. Unannehmbar für den Kaiser. Heinrich hat den Bogen überspannt. Er wird entmachtet. Im Dom von Braunschweig findet Heinrich der Löwe seine letzte Ruhestätte. Seine Herzogtümer und seine überragende Stellung hat er verloren. Nur ihre ererbten Eigengüter im Norden des Reiches durften die Welfen behalten. Keimzelle des späteren Landes Niedersachsen. Der Staufer Friedrich Barbarossa ging als Sieger aus dem Ringen hervor. Wie vor ihm Heinrich versuchte nun auch er, durch Gründung und Förderung von Städten seine Stellung zu festigen. Davon profitierte Hamburg, inzwischen eine aufblühende Handelsstadt. Um ihre Position im Elbhandel zu verbessern, ließen sich die Hamburger Bürger von Barbarossa Zollfreiheit und andere Privilegien zusichern. Doch die Urkunde darüber, mit dem Datum 7. Mai 1189, ist eine Fälschung. Der Kaiser starb, bevor er sie ausgestellt hatte. Und da ließen sich die Hamburger den Freibrief eben selbst anfertigen. Ein gutes Stück Geld hat der Fälscher des Freibriefs dafür verlangt. Aber, so meinten die Hamburger, der Inhalt sei ja richtig. Und so wird bis heute, am 7. Mai in Hamburg, der Hafengeburtstag gefeiert. Und der Entwicklung der Hafenstadt hat die kleine Korrektur der Rechtsverhältnisse bis heute nicht geschadet.